Start zum 23. 24-Stunden-Rennen in Schütz am Samstag Nachmittag um 2. Sehen Sie jetzt im zweiten Teil, wie es den Fahrerinnen und Fahrern in der Nacht gegangen ist. Denn plötzlich, kurz vor Mitternacht, hat es angefangen zu regnen. Und wie? Weiter stellen wir Ihnen interessante technische Details rund ums Bike vor. Sie erhalten einen Einblick ins Partygeschehen. Zudem zeigen wir Ihnen Impressionen vom imposanten Feuerwerk. Und natürlich gibt es Interviews vor Ort, dort, wo es passiert. Wir haben gerade einen Fahrer da, der retto gekommen ist, der seine Runde gemacht hat. Ich würde gerne wissen, wie wir... Ein Blick auf die Rangliste zeigt, da sind meine Fahrer, wenn man sie dann findet. Die sind doch ganz interessiert am Schauen. Was interessiert euch? Ja, wir haben hier vier Fahrer unterwegs. Wir wollen Club Nebica. Das nimmt mir natürlich wundern, wie sie jetzt stehen. Ja. Schon gefunden? Nein, noch nicht. Drei Posten und ein Medi. Ich hoffe, sie sind vorne dabei. Woher habe ich ja gerade eine Frage. Wo habt ihr jetzt geschaut? Ihr runter oder ihr? Aber? Schon ihr, aber die sind parat. Aber noch nicht gefunden. Vielleicht müssen sie doch ein bisschen weiter rund. Das ist gut, danke. Das Fazit der Schimbrig-Biker am Nachmittag. Wir sind noch nicht ganz bei der Westseite. Und so sieht es die Nacht aus. Ah, hat sich das geändert? Jetzt haben wir alles gegeben. Ja, gegeben haben wir eh immer alles. Ja. Mama, wir sind zufrieden, tipptopp drin. Was heisst das? So rangmässig, so die Nacht um 21:30? 5-6 zueinander. Zufrieden? Bist du? Ja, sehr zufrieden. Ambitioniertes Ziel? Ja, das Ziel haben wir kein rangmässig. Fünft, ne? Ja, wenn wir den Fünft holen, dann sind wir im ersten, ja. Beim Thomas Hafner läuft's gut. Er ist mit dem Thomas Seicher im Zweierteam Nordic Point Fisterwald unterwegs. Und sie sind in Führung. Hat man das erwartet? Gehofft haben wir es nicht. Es ist bis jetzt einfach gut gelaufen. Aber wie gesagt, es ist 8 Stunden gefahren. Ja. Die Nacht ist lang. Ein Defekt. Irgendwie ein Problem, muskulär, dann ist mir ein, zwei wieder weg. Könnt ihr noch etwas sagen über die Konkurrenz? Kennen ihr die oder ist die unbekannt? Sie kennen die Konkurrenz nicht. Ich weiss einfach, die zwei sind, ist welcher Club Schütz. Sie sind sicher gute Fahrer, aber ich kenne sie nicht persönlich. Dann habe ich noch eine Frage zu der Velo oder zu der Technik. Letztes Jahr habe ich gesehen, dass 29er aufgekommen sind und dass die auch in den Heftchen oder überall redet man über das. Und im Rennen, ihr fahrt ambitioniert zu rennen, ist das sicher ein Thema, dass man nur noch 29 Zoll fährt? Ist das richtig? Also ist es so, dass eigentlich 29 praktisch nur noch im Verkauf innen ist. Von selben her ist es klar. Was entscheidend ist, sicher auch noch Körpergröße. Es gibt noch ein Zwischenmodell 27,5. Aber der grösste Teil fährt 29 gut. Das ist so, ist einfach komfortabel. Du kannst besser Schläge aufnehmen und ist klar von Vorteil. Ja, also Körpergröße, ich sehe, dass der Nino Schurter im Weltcup fährt 27,5, das ist das 650B. Habt ihr das auch mal ausprobiert oder habt ihr da gerade auf 29 Zoll und der Fall ist klar gewesen? Oder wie ist das Gefühl so? Ich habe eigentlich 29 gefahren und bin mit dem zufrieden gewesen und dann habe ich es eigentlich für mich so gekauft. Jetzt vielleicht noch die letzte Frage. Ihr seid in der Führung, das ist eine sehr, wirklich wahnsinnige Leistung. Jetzt fahrt ihr ungefedert. Da denke ich, da ist jedes Gramm vom Velo auch für dich wichtig, auch im Kopf. Nicht wirklich. Also ich fahre grundsätzlich nur ein Hardtrail-Velo. Ich bin von selben überzogen und mit dem 29 ist eigentlich das jetzt auf diesem Gelände sowieso von Vorteil. Also jetzt, wenn man da vorne dabei sein, 29 Hardtail, ist das richtig? Ja, das sind Spitzenfahrer, die fahren mit vollgefederten Velo. Ich will das nicht sagen. Nein. Besten Dank und viel Glück noch durch die ganze Nacht. Merci. Also wir haben gerade einen Fahrer da, der retto gekommen ist, der seine Runden gemacht hat. Ich würde gerne wissen, wie es war wegen dem Lichtverhältnis. Jetzt so beim Eintunkeln und wie lange er gefahren ist. Also die Lichtverhältnisse sind gut. Wenn man richtig das Licht dran hat, sieht man es. Also macht es sogar Spass. Fast mehr zu Nacht fahren als am Tag. Ja, ist das so? Also man kann die Strecke besser lesen, wenn man allein ist. Ich finde es jetzt interessant, zu Nacht.
Jetzt, ihr seid in einem Achterteam. Und wie lange fahrst du? Eine Runde, zwei Runden? Also im Moment sind wir noch im Einrunden-Rhythmus. Später gegen die Nacht werden wir die umstellen. Dann habe ich noch eine Frage wegen der Ernährung. Jetzt, du kannst wahrscheinlich schlafen, sagen wir 4 Stunden. Und was, wie ernähren ihr euch da durch die Nacht? Also wir kochen Penne, Pasta. Und wir sind in einem Achterteam. Jetzt habe ich 1,5 Stunden Pause, dann komme ich wieder dran. Also 1,5 Stunden, ja. Aber liegen, also richtig geschlafen tut ihr nicht? Das kommt ihr vielleicht gegen morgen ein. Und wisst ihr schon den Rhythmus, den ihr fahrt? Wisst ihr schon, wer die letzten Runden fährt? Oder tut man denn das abmachen, je nachdem, wer noch mag? Oder am Schluss, oder nach diesen 24 Stunden? Ja, mal schauen, wer da dran ist. Und dann, wenn man da... Also das wird spontan, das ist nicht alles berechnet? Das ist gar nicht berechnet, vorweg, ja. Ambitioniert kämpfen um einen Sieg oder einfach dabei sein und durchhalten. Bei Stressless, dem einzigen Damenteam, zählt vor allem der Fun-Faktor. Und sind wir ehrlich, das ist doch das Wichtigste. Vreni Bieri von Wollhausen, Stressless heisst ihr. Habt ihr euch stressen von der Rangliste? Wie sind ihr drinnen? Nein, wir lassen uns nicht stressen. Wir sind eigentlich als einzige Frauenteam gut unterwegs. Wir fahren eigentlich immer unser Tempo von dem her und wir sind eigentlich gut drin. Habt ihr so spezielle Doping-Tipps? Ich meine, so Essen, der Rhythmus, Schlafen, Runden, wie ihr das lösen untereinander? Eigentlich bis um 8 Uhr haben wir eigentlich immer nach einer Runde gewechselt. Und jetzt haben wir angefangen mit 2 Runden, dass wir eine längere Ruhepause haben. Wir gehen zwischendurch die einen auch ein bisschen abblicken, ein bisschen Pasta essen, Riegel essen, jedes ein bisschen individuell. Ja, und vielleicht wenn wir dann auch noch auf 3 Runden wechseln, das nehmen wir vorweg. Es kommt ganz locker, ganz easy. Eben, die sind ja sowieso erst, das einzige Frauenteam, da kann euch nichts passieren von der Rangliste her. Aber trotzdem ambitioniert, habt ihr so ein eine Zeit oder eine Strecke, die ihr möchtet erreichen? Nein, nicht wirklich. Es ist schade, dass wir eigentlich die Einzigen sind von dem her. Es wäre motivierter für uns, wenn wir mindestens noch eins hätten. Ja, aber wir wollen sicher... Die Anzahl der Runden ist jetzt noch schwierig zu sagen, aber einfach sicher eine gute Zahl erreichen. Da können wir gemütlich anstoßen, oder? Wir können gemütlich anstoßen. Zum Wohl. Röstchen. Gut, danke. Lachen, zusammenpacken, weil... Kommt ja gleich nicht regnen. Kommt ja gleich nicht regnen. Doch schon im nächsten Interview hat sich im Hintergrund ein bekanntes Geräusch eingeschlichen. Was genau? Marcel Rengli von Wollhausen, bekannter Name im Radsport. Wie sind ihr so drinnen? Ja, wir sind sehr gut drinnen. Auf Podestrang, 6er-Team. Wir sind sehr zufrieden, wie es läuft. Ja. Jetzt ist ja immer auch eine Frage Nahrung. Wie macht man es mit einem 6er-Team, mit der Pause? Die sind auf dem Podestrang, also voraussichtlich. Wie machen die das? Wenn man im Team fährt, kurze Einsätze hat, ist es sicher wichtig, dass man regelmässig essen. Aber nicht zu grosse Portionen. Also immer kleine Häppchen, genug trinken bei diesem heissen Wetter natürlich, aber immer in kleinen Portionen. Nicht so wie als Einzelfahrer, wo ich halt mehr zuführen muss. Du könntest ja beides, oder? Genau, ja. Vor allem auf der Strasse, wo ich es 4-mal schon allein gemacht habe, wo es noch gegeben hat. Das ist Velofahrer gsi, eben Marcel Rengli, und jetzt mit dem Bike ist auch ein bisschen umgestellt. Mit dem Bike ist natürlich ein Unterschied, ja, definitiv, was das Taktische anbelangt, was das Körperliche anbelangt. Auf dem Bike ist es physisch härter, weil es mehr Schläge gibt, wo man auf der Straße weniger könnt. Dafür ist es ein bisschen weniger hektisch auf dem Bike, taktisch ein bisschen weniger. Spulen seine Runde selber ab, die auf der Straße natürlich mehr taktisch noch dort Einfluss nehmen, das Taktische. Und ganz ehrlich, was gefällt dir jetzt besser, so rückblickend? Für mich ist klar, ich bin natürlich ein Gümmeler und bin selber 11 Jahre Rennen gefahren, als Gümmeler, als Strassenfahrer. Das ist meine Hauptdisziplin, aber es macht natürlich auch sehr Spass auf dem Bike, ganz klar. Beides seine schönen Seiten.
war 2 Jahre Elite, 4 Jahre Profi, vor allem mit Helferaufgaben beschäftigt, aber viele schöne Erlebnisse gehabt. Und eben jetzt nachher als Hobbyfahrer da unten, die Schütz natürlich schöne Erlebnisse gehabt, vor allem 2010 mit dem Weltrekord, mit den 995 Kilometern, das war sicher ein Highlight gewesen, da, die Schütz unten für mich. Das nimmt er auch niemand mehr, oder? Nein, Strassenrennen gibt es ja nicht mehr und darum wird der Rekord auch Bestand haben. Gut, danke vielmals. Dankeschön. Und jetzt die Fahrer, mitten in der Nacht, nicht nass vom Schweiß, sondern nass vom Regen. Stefan Rösli, du kommst gerade von der Strecke, es hat sich geändert, hat die Bedingungen, wie ist es so? Also? Ja, ziemlich dreckig und schlieferig. Und es wird auch noch viel schlimmer jetzt, wieder wie letztes Jahr. Schau ich mir das vor. Denkst du, an was liegt das? Weil es so trocken war? Ich bin auch zu wenig ins Killen gegangen. Gut, ich habe nicht nach dem Wetter gefragt, sondern nach der Bedingungen. Aha. Die Bedingungen sind nicht mehr ganz so schön. Schlieferig, Schurz gefahren und... Ja, jetzt müssen wir schauen, dass es wieder trocken wird. Ich habe jetzt eine Stunde Pause. Du, bei dir hat es angefangen, regnen? Ja. Und... Ja. Wie geht man jetzt daran her? Ein bisschen mit Motivation. Ich brauche es jetzt ja. Nacht und so weiter. Ja. Gut, das drücken wir die Daumen, dass er die haben bis morgen um 2 und es kommt bestimmt noch ein Sonnenschein. Ist das garantiert? Dann danke ich. Feiern, Festen, zusammen sein. Der gute Stimmung im Festzelt und bei den Ständen mit Hunderten von Besuchern hat das Wetter keinen Abbruch da. Bei Biker oder Besucher beim 24-Stunden-Rennen in Schütz, da trifft man sich Jahr für Jahr. Zu den Höhepunkten, also zu den sprichwörtlichen Punkten in der Höhe, hat auch heuer wieder das imposante Feuerwerk gezählt. Zum Schluss vom zweiten Teil da noch einige Impressionen. Sehen Sie in der nächsten Folge hier auf Team Fernsehen für unsere Region Telenapf Tele Zentralschweiz unter anderem Zielweinfahrt am Sonntag. Wenn das nicht tolle Erlebnisse sind...